Servus meine Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. So, wir befinden uns gerade in einem richtig großen Hotel. Wir gucken mal, ob wir reinkommen, weil hier laufen mal viele Leute lang. Jetzt muss man uns gerade ein bisschen verstecken, weil jetzt gerade hier Leute, die dachten, die haben uns erwischt, aber wir haben uns nicht bewegt und sind so weitergegangen. Ja, also von daher, wir schauen, ob wir reinkommen und ja, dann bis gleich. So, hier sollte ein gutes Hotel sein. Aber schon. Ist faszinierend, ey. Nichts kaputt. Alles noch komplett original. Die nicht randaliert wurde, aber man sieht's. Wahnsinn. Wahnsinn. Faszinierend, ey. Der Teppich schon alleine. Nichts, gar nichts, nichts kaputt. Hier scheint ein kleines Lager zu sein. Geil. Also, so ein ganzes Lost Place habe ich echt noch nicht erlebt. Oh, Wahnsinn. Also hier vor kurzem war hier auch PG Adventure. Und genau, jetzt sind wir hier auch. Ja, da ist alles kaputt. Geil. Hier war mal eine Art kleine Rezeption oder ein kleines Dresen. Und hier ist ein kleiner Frühstücksraum. Also das konnte ich mir echt gut vorstellen. Das ist echt faszinierend, wie ordentlich das aussieht. Wahnsinn. Bittere Pillen. Hier war bestimmt mal die Rezeption, also ich würde auch 100% drauf tippen. Wahnsinn. Das ist echt faszinierend. So toll aus, aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich weiß nicht, irgendwie glaubt man nicht, dass das Ding hier leer steht. Das ist echt faszinierend. Schöner alter Fernseher. Boah, schöner alter Medium. Hier sieht es aus wie so eine Empfangshalle. Aber schon ein bisschen was kaputt. Aber es sieht echt cool aus. Was haben wir hier? Wasserprüfsatz, DPD, okay. So alt so, ich weiß nicht, echt faszinierend. I don't know.
Schimmel gibt es hier ein bisschen. Aber es lässt sich gar nicht vermeiden, wie lange das Ding ja schon zu hat. Aufpassen, ist alles nass. Uns alt, ja, und die Lampe. Wahnsinn. Ja, so ein großes Display, das hat man echt noch nicht gehabt. Also damit habe ich jetzt echt nicht... Ja, alles super, alles sauber. Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass es so geil aussieht. Ey, so Wahnsinn. Also so heile ohne, weiß nicht, Vandalismus irgendwie. Das ist ja alles nicht vorzufinden. Das ist echt faszinierend. Also auf jeden Fall geht's weiter. Oh, hier will ich wohl nicht reingehen. Ins Damenbad. Echt alt. Und hier das Tonbandaufnahme, also hier für die Mailbox hier. Also echt krass mit diesen kleinen Mini-Kassetten. Boah. Heftig. Wahnsinn. Hier ist noch ein Schlüssel. Kleines Hotelzimmer. Den übelsten kleinen alten Fernseher von Telefunken. Wahnsinn. Mich freut nur eins, dass es so schön erhalten ist. Echt cool. Zeitschriften. Von 9.2002. Ja, ich gehe so aus, dass 2001, 2002 dieses Hotel zugemacht hat. So irgendwas habe ich auch davon gelesen. Hier noch schöne VHS hier mit Matrix. Geil.
Kirche. Also, so ein Place in so einem Zustand zu sehen, also echt, das freut mich. Also, ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll. Hier der Herr vom Blitzkasten hoch, also, uns fehlen einfach die Worte. Also, wir konnten es echt nicht vorstellen, dass es so geil aussieht. Also, weiß nicht, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Schöner alter Philips-Fernseher. Also, der funktioniert bestimmt noch. Also, auf gebe ich Brief um Siegel. Wahnsinn. Naja, jetzt gehen wir ein paar Stockwerke nach oben, weil ich glaube, jetzt haben wir diese Etage abgelaufen. Ja, und jetzt schauen wir mal nach oben. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Das ist der Teppich, ja? Also, der ist. Weiß nicht. Nicht mal dreckig. Wahnsinn. Was ist denn der Zustand, ja? Wahnsinn. Ja, jetzt schauen wir mal diese Tasse. Instagram. Ja, so ein bisschen sieht man was. Alles los, Blazer. Wumixer. Hier riecht es. Hier riecht es echt nach Benzin. Ich weiß nicht. Riecht es? Oder? Ich weiß nicht. Boah, die alte Lampe da hinten. Eine Abgase oder so, extrem. Ich weiß auch nicht. Hm? Lack oder sowas. Hm? Das ist echt ein klasse Zustand, muss ich sagen, ja? Wahnsinn. Zimmerschlüssel 7. Wahnsinn. Echt so ein sauberes Bad. Schönes Bad, ja? Cool. Ja, der Geruch ist halt echt extrem komisch. Ja, das riecht extrem nach Benzin. Was ist denn hier passiert? Schon mehrere auf jeden Fall. Ja, vom Feuerlöscher, das könnte sein. Hm. Also hier drauf gekrickelt. Ja, die versauen so mal. Also echt, ey, da könnte ich heulen. Aber wir haben so einen schönen Philips-Fernseher drin. Was war der? Sieht das aus? Huch. Mhm. Ja, ja, ich glaube nicht, dass jetzt mal, wenn das war. Ich hoffe es mal nicht. Gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. Jedes Zimmer hat irgendwie andere Fliesen im Bad. So, gucken, das sind jetzt rote Fliesen. Hm? Meinst du? Ja, das kann sein. Man, du kriegst, glaube ich, auf den Aufzug. Thank you.
weiß nicht. Das ist ein bisschen so krass da. Guck mal, hier ist schon alles raus. Hier kommen wir, glaube ich, gar nicht mehr ran. Nee. Geht ja. Interessant. So, okay. Auto machen oder so. Naja, hier sieht es interessant aus. Guck mal. Ja, das kann sein. Stufe Rot, übelst die alten Poster. Alter, das hab ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, ich hab's auch schon mal irgendwo gesehen, bei Facebook, ja? Ich hab's schon mal. Das ist auf jeden Fall übelst alt. Wahnsinn. Der hat wohl echt auf Fußball gestanden, wa?
ganz ohne Vandalismus ist es jetzt auch nicht, aber von der Haltung sieht es echt noch gut aus. Komm, Tür ist auch offen, aber ich werde jetzt mal nicht rausgehen. Das ist doch nicht so gut. Das Bad sieht toll aus. So, das war die letzte Etage. Da will ich mal hoffen. Das war das Buch. Jedes Bad hat andere Fliesen. Hier ist der Vorstuhl sogar offen. Hm? Krass. Das war ein etwas kleineres Zimmer. Aber überall liegt der Zimmerschlüssel. Das ist die 44. Die Fliesen sind braun. Die Farbe. Wir haben den Dachboden gefunden und werden da jetzt mal hineingehen. Kinderspielzeug. Alles voller Werkzeug. Das ist ja der Wahnsinn. Na, hier geht's nicht weiter. Okubo, was ist jetzt nicht mehr drin? Ich auch echt nicht gewundert.
wieder alles voller Getränke, ey. Alles noch voll. Und nicht geöffnet. Das ist ja Wahnsinn. Krass. Auf dem Gläser. Alles noch zu. Alte Federtasche. Hauptthema. Pumpe, Erdgeschoss. Im Weggeschoss das ganze Zeug von außen nach innen. Super Preis dran, 5,95 €. So alles da. Eine paar Schuhe. So, also ich muss sagen, dieses Hotel sieht echt klasse aus. Also nichts, also ein paar kleine Sachen halt, ja, ein bisschen was randaliert. Der Feuerlöscher wurde irgendwie mit rumgespielt. Aber sonst ist echt ein Top-Zustand. Also so ein Lost Place wie dieses hier habe ich echt noch nicht erlebt. Also Wahnsinn. So wie sauber das war. So, also von daher, also echt klasse. Mit diesem Video verabschiede ich mich und schalte wieder ein, wenn das heißt DTP, und lasst ein Like da, lasst einen Daumen da. Das wäre echt cool. Und ja, bis zum nächsten Mal.